Kata des Seike Yaido Ukenagashi, eine sitzende Kata wieder. Die erste, bei der ein tatsächlicher simulierter Angriff abgewehrt wird, indem man Ukenagashi macht und aus der Linie rausgeht. Die Angriffslinie ist diese, wir gehen raus und kontern schrägseitig. Gegner ist vorne. Sagio nach links, Hände in die Mitte der Oberschenkel. Gleichzeitig Blick und Hand, beide Hände, Blick und Hand. Gegner kommt mit dem Schwert in Jōran Kamae. Wir gehen hoch, lösen, stellen die Zehen auf. Und indem wir das Schwert halb ziehen, stellen wir den linken Fuß diagonal an das rechte Knie. Schauen den Gegner an, zeigen uns kampfbereit, zeigen aber noch nicht, was wir machen wollen. Also nicht das Schwert schon nach oben nehmen zum Ukenagashi. Dann, in dem Moment, wo er zuschlägt, blockieren wir hier mit Ukenagashi. Wir bleiben ein bisschen im Knie. Die Füße sind 90 Grad Winkel, die Zehen des rechten Fußes hineingestellt unter die Beuge des linken Fußes. Die Schneide guckt nach links, nach hinten zu mir und das Schwert ist flach, also nicht senkrecht stellen. Mit der Schneide das andere Schwert auffangen, das verhakt. Also hochdrücken, runterdrücken, Schwert drehen. Greifen, schneiden und linken Fuß zurückziehen. Der linke Fuß ist exakt parallel zum rechten Fuß. Beide Füße gucken in die Diagonale. Und Sie haben von vorne gesehen, wo der Gegner herkommt, eine Linie. Also nicht so oder so. Das Schwert ist mit der Zucker. Der Tsukakashira hier vor dem Bauchnabel. Es ist leicht schräg, weil es ja von der Seite kommt und waagerecht. Das Chibori geschieht durch eine Schleuderbewegung nach rechts. Das Schwert wird hier auf dem Knie mit der linken Hand abgelegt. Und zwar hat die Schneide ein bisschen hochgebogen, dass man sich nicht verletzen kann. Die rechte Hand muss dabei öffnen. Anders geht es nicht. Die linke Hand hält das Schwert. Die rechte greift um. Die linke geht auf die Saya. Ausnahme. Erste Ausnahme. Nicht an den Obi, sondern an die Saya. Beide Hände drücken nach unten. Hara macht Sanchin. Dann Noto. Zwei Drittel waagerecht, ein Drittel senkrecht. Die Füße, der Körper sind in die Richtung, das Schwert in die Richtung, weil ja die Tsuba vor dem Bauch ist. Der Blick geht auf den am Boden liegenden Gegner. Dann stehen wir wieder auf. Hand lösen. Nach links gehen, weil wir von links gekommen sind. Rechte Hand an die Seite, linke Hand an die Seite, Blick wieder nach vorne. Noch einmal kurz. Achtet auf die Stellung der rechten Hand. Sie kommt im Normalfall von oben. Ich könnte von hier aus noch stechen. Ich bleibe noch im Sanchin.
Füße die Richtung, Schwert die Richtung. Lösen. Dankeschön.